Moin moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück bei Formel 1 2017. Wir sind jetzt mal schon in der Saison 2018, aber erstmal hallo Virus. Hallo Camillo, hallo Freunde des Galileo Sports, grüße euch. Ja, und wie angekündigt im Abu Dhabi, also in der letzten Saison, mit Ferrari gemeinsam, ne, unterwegs. Und jetzt sind wir getrennte Kollegen, Rennkollegen, ja. Und ja, wie man schon sehen, wie ihr sehen könnt, ne, Toro Rosso, der liebe Camillo, und Force India, der Virus. Also einmal, was war das, Toro Rosso? War blau? Jawohl. Genau, und ich Blau, auch blau. einmal pinksen. Und ich würde sagen, auf geht's zur Strecke, mach dich bereit. Ja, und was ihr ja noch seht, wir haben ja auch Facecam am Start, Oh, nicht? guck Ist auch mal, was unter Neues. uns Mercedes, Ferrari, Red Bull, Williams. Alter, die sind Ja, ja mal gut platziert. Hallo. da ist ja noch gar keiner platziert, aber jetzt, das wird jetzt erstmal hart. Erstmal mit den langsamen Autos mal gucken. Ja, so, und auch mit Facecam, wir hatten mal letztens gesagt, wir wollen das jetzt ausprobieren, aber funktioniert das? Ich hatte erst irgendwelche Startschwierigkeiten mit der scheiß Technik mal wieder. Die kam, aber scheint wohl jetzt funktionieren zu nuckeln, zu tun Jawohl. zu müssen. Und das wäre doch schon mal nicht schlecht. Und allseits geht schon mal Grüße raus an Codemasters. Hey! So, genau, und ich habe mir den Quert, den Danny, als zweiten Partner genommen. Aber erstmal gucken wir mal Wetter. So, ja. Training Sonne, Qualifying Sonne, Rennen Sonne. Aber wer hätte es auch in Australien anders gedacht? So. Ja, sehr schön. Wie ihr seht, alles blau und in blau-weiß und lila gehalten und wie du es auch immer nennen willst. Sehr schön. So. Ich war. Oh, jetzt stehe ich rechts, Absatz links, alles klar. Ich war eigentlich. Ach, guck mal, bei mir sieht doch das Lenkrad so in Grau und so. Also ganz. Ach, Ferrari fährt vor mir. Und McLaren. Nein, und jetzt Force India. Okay. Oh, das ist doch mal. Und das Geile ist, in dieser Saison ist das egal, wie kaputt der Virus sich fährt. Er kann sich ruhig kaputt fahren, wie er lustig ist. Ja, das war sowas von klar, dass der das sagt jetzt, weil wir sind ja keine Teamkollegen mehr. Ich brauch dir den Arsch ja nicht mehr retten. Nee. Ja, wollen wir mal rausfahren. Ist jetzt ein bisschen ungewohnt. Gut, ich bin Ja. immer noch in dem italienischen Team, aber die Farbe, da. Wir haben jetzt vorhin einfach mal Australien gefahren. Mit dem Testwagen, den wir hier haben und so. Also jetzt Zeitfahren. Und das Lustigste an der Sache ist, man hat mehr Zeitstrafen gekriegt, als wir überhaupt gucken konnten. Wo ich denke, Alter, wir fahren doch eigentlich am meisten auf der Straße. Und das bei Mercedes und bei Ferrari irgendwie nicht so der Fall war. Ja, doch. Aber nicht so viele Zeitstrafen nacheinander. Also die haben irgendwie, man könnte man sich denken, die Zeiten eingekauft. Oh, Ja, wie man auch oh, hört, die Karren, die hören sich auch ganz anders an, ne? Bleibt ja nicht aus. ja, ich versuche Aber gerade. ansonsten. Versuch gerade hinter der Mercedes-Seite her zu bleiben, aber das kann ja lustig werden. Ja, ich bin mal gespannt. Virus hatte sich ja letzte Saison so beschwert, dass der Ferrari zu viel Power hat. Mal gucken, ob sein Force India da anders ist. Oh nein, oh nein. Oh, die Bremsen sind aber gruselig, Direkt auch ey. mal den Helm angepasst zur Oh, Wagenfarbe. ich mach da gar nichts. Ich lasse das so auf Standard. Ja, steht Red Bull drauf, kann man sich daran gewöhnen, muss man aber nicht. Ich gucke gar nicht auf die Farbe, sondern eher wie ich fahre. Ich glaube, da habe ich mehr von. Ein gutes Herz, jetzt könnt ihr auf jeden Fall live sehen, wenn wir in die Mauer fahren, was für eine Reaktion wir haben. Ich glaube, das wollte ich gar nicht sehen. Und das ist das Beste an der ganzen Sache. Ja, wahrscheinlich. Oh, das wird keine schnelle Runde, ne? Man sieht mal, wie man richtig am Arbeiten ist hier. Wenn man die großen YouTuber beim Zugucken, die bewegen sich kaum. Aber wir haben ja irgendwie, keine Ahnung, also entweder sitzen wir zu nahe davor oder wir haben auch kein Lenkrad. Wir müssen also mit dem Steuerpin von dem Xbox-Controller auch immer nachlenken. Man merkt Mit das dem auch. Löll vom Löll, also. Oh, Brems. Ah, jetzt wird mir der Virus in Weiß angezeigt. Guck an.
Vettel, schnellste Rundenzeit. Ah, jetzt muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass da Vettel oben mit bei steht. Jetzt haben wir natürlich zwei Konkurrenten mehr, den Raikön und den Vettel. Dass man sich mit denen auch noch vorne rumschlagen. Ja, Bottas und Hamilton auch nicht vergessen, ne? Ja gut, die waren ja sowieso schon da. Ja, oh, jetzt habe ich vergessen da. Erstmal den Vettel ärgern jetzt, schaffen wir das, den Vettel ärgern? Jawohl, Vettel ärgern schaffen wir. Boxenstopp. Uiuiuiui. Aber Jeff hört sich hier genauso noch an wie bei dem anderen auch. Okay, zu mir hat er noch gar nicht gesprochen, aber ich vermisse es auch nicht. Den lasse ich aus, damit er mir ja nicht auf die Nüsse geht. Muss ich zwar auf zwei Sachen mehr achten, aber das ist mir dann auch egal. Wollte gerade sagen, wenn du ihn ausgestellt hast, kann er ja sowieso nicht mehr mit dir reden. Schicke Strecke haben sie auf jeden Fall in Australien. Ziemlich easy. Easy going, easy going, easy going. In Melbourne. Ah, durch diese langgezogene S-Kurve weiß ich nie genau, wie ich fahren soll. Muss ich mir noch was einfallen lassen. Oh, Hamilton haut meine Zeit weg, blöder Drecksack. Oh. Aber auch schon mit Ultrasoft, dann ist ja kein Wunder. Ich hab noch gelbe drauf und... Ich auch. Oh. Aber das ändert sich jetzt so gerade. So, wo ist das Schild? Wo ist es? Nein, 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 oh, oh. Oh, ein bisschen zu früh Boxen gedrückt. Stop. Oh, meine Box ist ganz okay, fast am Ende. Er ist noch nicht ausgestellt, er quatscht doch noch. Ich hab's nicht weit zur Ausfahrt, sehr schön. Jetzt habe ich Force India gar nicht gesehen. Aber hast du eine lange Einfahrt dafür? Ja, ja, klar, das schon. Das ist eher praktischer, wenn du mittig stehst oder so, ne? Ja, gut, kommt auch selber bei rum, ne? Ah, sogar Bildschirm im Blau, alles im Blau. Boah. Ja, darf ich jetzt mal? Setup. Gib mir. Ultra soft. Willst du jetzt schon wechseln? Ja, ist ja Training. Ich will ja noch mit dem Ultra soft noch eine schnelle Zeit fahren. Aber im Training spielt das eigentlich ja keine Geige. Reicht, dass es beim Training war. Beim Qualifying. Du, ich bin ambitionierter Fahrer. Ich will in jeder Session die Bestzeit haben. Ich meine, man muss als Rennfahrer auch so ein bisschen Ehrgeiz haben. Sonst ist da irgendwie... Mit 60 hier rein. Das ist sehr interessant, dass du auf der einen Strecke mal mit 60 reinfährst. Bei der einen darfst du mit 80 rein. Das finde ich irgendwie ein bisschen scheiße gemacht, muss ich sagen. Na guck mal, ich fahre raus, Virus kommt rein. Oh, mein Teamkollege ist auch draußen, sehr schön. Ja. Was auch sehr interessant wird, Virus, ist, ob wir unsere Teamkollegen schlagen können. Das ist auch sehr interessant. Ach, hör doch auf, ey. Den haben wir doch locker im Sack, oder nicht, meinst du? Nee. Also letzte Saison war da, wen hast du jetzt als Partner, Perez oder Ocon? Oh, Perez, ne? Der war ja letzte Saison nicht schlecht. Ja, Position 11, ne? Aber ist er denn schon gefahren, der Perez? Ich bin auf 5, ja, die Zeit ist 1,31, 1,29 da, Lewis Hamilton ranzukommen, ist schon Perez auf 11, ja, der ist noch gar nicht gefahren, ey. Ja, dann ist ja kein Wunder. 10 von 20 Straußen noch. Weil ich habe meinen Teamkollegen habe ich ja auch so gewählt, dass der bessere Fahrer drinne geblieben ist. Mal gucken. So, mein Setup. Wo kann ich das denn mit den Reifen? Gelb. Wieso habe ich gelb? 12. Ich will aber auch jetzt, glaube ich, nicht raus. Das
12 von 20 draußen. Ich denke gerade, vielleicht lasse ich es bei meiner Zeit, ey. Ja, warum nicht? Na, ich. Ja. Oh, Perez. Wo habe ich den denn? Guck mal nochmal nach. Perez. Oh, Live-Übertragung hier. Sebastian Vettel, Kimi. Oh, ich hab den scheiß Eriksen vor mir. Gib Gas, Mensch. Doch, ich guck gerade bei Eriksen zu. Ja, da ist er. Da ist jetzt Überholmanöver. Hängt immer noch hinter ihm. Schön. Ja, guck mal, da zieht er dann vorbei. Aber merkt den aggressiven Fahrstil. Sehr aggressiv. Nö, war taktisch ausgebremst. Da ist Perez, Platzierung 6, steht da jetzt auf einmal. Nee, kann gar nicht sein. Boah, ich bin noch auf der Zielgeraden, bin mal gespannt, was er jetzt für eine Zeit fährt. So, jetzt ist er durchs Ziel. Tut sich da jetzt was? Da tut sich irgendwie nichts. Erstmal das Auto gewöhnen hier. Oder das war halt gerade eine Einführungsrunde. Kann sein, dass das jetzt erst gezählt wird. Das kann natürlich auch sein. So, Baby, das nehmen wir doch. Hä? Boxenstopp. Oh, 1,28. Hat sich ja da vorne gezimmert, ey. Bah! Ja, ich lasse mir doch nicht von der Hemmelwurst da vorne die Dings wegnehmen. Hemmelwurst. Eigentlich wollte ich Hammelwurst sagen, aber es passt nicht so ganz. Ich will auf jeden Fall mal gucken, wo sich der Perez gleich noch reinschmeißt. Ja, ich bin mal gespannt, was mein Teamkollege gleich macht. Wenn er unter den ersten 10 wäre, wäre ich zufrieden. Miau, miau, miau. 13 von 20 draußen. Komm schon, Perez! So, da kommen wir wieder auf die Zielgerade. Perez auf dem 5. Nein, ich bin auf dem 7. Ah! Mit 200. Ist das ein Lauch, Alter. Geil, ey. Gut. Das ist doch klar. Gut, dass du einen guten Teamkollegen hast. Ja, ja, habe ich sehr schön ausgesucht, ja. So. Gut. Also, ja, ich habe beim Training jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Warte, ich guck mal. Ich will mal wissen, wo deine Box ist hier. Ach, scheiße, so schnell kann ich gar nicht gucken. Ja, ja, ja. So, dann schieb mich mal rein, Leute. Dann können wir auch gleich beenden. Mal eben kurz gucken, wo mein Teamkollege gelandet ist und dann. Mr. Gimi. Oh, das. Qualify mit lila Reifen, ja? Das kann jetzt gleich lustig werden. Da kommt der Quert auch direkt angeschossen. Wo sie mich gerade reingeschoben haben. Hoffentlich hat er eine gute Zeit gemacht. Mich juckt es ja gerade, aber das ist nur Training. Da brauche ich mir jetzt keinen abbrechen. Ja, steck mal die Stecker ein bisschen schneller dran. Danke, Jungs. So, mal eben kurz reingucken hier. Zeiten, wo haben wir denn? Oh, auf Platz 10 hat er sich gemacht. Sehr schön, Danny, sehr schön. Der Daniel oder Daniel ist ja wurscht. Oh, der Perez hat auch einen Platz verloren. Er ist jetzt ein Platz vor mir. Also wir stehen direkt hintereinander. Ui! So, meine lieben Freunde, ich würde sagen, da haben wir jetzt genug vom Training gesehen. Wir sehen uns im Qualifying wieder. Macht's gut. Tschüss. Alter, ciao mit V. We'll be right back.